Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Vista Klinik, Ihre Augen in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin. Stellen Sie sich vor, Sie haben Beschwerden, Sie fühlen sich krank und man findet keine Diagnose. Das kann tatsächlich passieren, zum Beispiel, wenn Sie eine seltene Krankheit haben. Und darüber wollen wir heute mehr wissen. Grüezi miteinander, schön sind Sie bei uns. Rückenweh, Gliederschmerzen, Fieber, Gewichtsverlust und Nachtschwitzen, da denkt man natürlich nicht gerade an eine lebensbedrohende Krankheit. Die Liana Mebert hat das aber gehabt und dahinter steckt etwas Ernsthaftes. Grüß dich, Frau Mebert. Grüß dich. Wie geht's Ihnen? Gut. Gut, super. Haben Sie Schmerzen in den Armen bemerkt? Nein, an den Armen habe ich keine Schmerzen bemerkt. Keine Schmerzen. Und so ein bisschen Kraftlosigkeit in den Armen? Nur bei Bewegungen, wo ich so meine Arme gegen so überkopf. Genau, ja. Ja. Im Inselspital Bern. Iliana Mebert hat vor 7 Jahren erfahren, dass sie an einer seltenen Krankheit leidet. Von Takayasu Arteritis ist nur eine Person von 1 Million Menschen betroffen. Bei dieser lebensbedrohenden Autoimmunerkrankung entzünden sich die Blutgefäße, vor allem die Hauptarterien. Das Team um Professor Villiger forscht seit einigen Jahren dazu. Wir haben hier die Hauptschlagader und hier die abgehenden Blutgefäße in den Arm raus. Und hier die Blutgefäße ins Gehirn rauf, da sieht man das Gehirn dargestellt. Und jetzt sieht man unschwer, denke ich, dass hier der Blutstrom ganz gleichmäßig dargestellt wird. Und auf dieser Seite sieht man, dass es hier plötzlich eng wird und es grau wird. Also ein Ausdruck von einer Engnis, von einer sogenannten Stenose, was dann zu einem Sauerstoffmangel in diesem Arm führt. Das ist vergleichend. 2 Patientinnen, beide etwa 22-jährig. Was hier eindrücklich ist, ist, dass das Nierengefäß sehr, sehr fein ist, nur ganz eine feine Linie. Wenn man das vergleicht mit dieser Patientin, wo man sehr kräftige Nierenarterie sehen, kann man sich vorstellen, dass es mit deren Engnis zu Problemen führen kann. Die Takayasu Arteritis stellt die Medizin vor ein Rätsel. So sind die Ursachen noch vollkommen unbekannt und auch, warum vor allem junge Frauen davon betroffen sind. Iliana Mebert nimmt an den Studien der Rheumatologen teil, mit dem Ziel, mehr über die unheilbare Krankheit und mögliche Therapien herauszufinden. Es ist eine Erkrankung, die sehr schleichend verläuft. Die Wandentzündung ist so ein Motto, das über Jahre dann zu diesen Veränderungen führt. Darum erkennt man Krankheit häufig Sport. Es wäre extrem wichtig, dass man die Krankheit früh kann diagnostizieren kann, weil dann haben wir Möglichkeiten mit den neuen Medikamenten, dass man die Veränderung des Gefäßes verhindern kann. Und dadurch dann auch die Komplikationen, die tödlich sein können, kann verhindern. Die junge Frau muss alle 3 Wochen in die Klinik. Hier wird sie mit einem neuen Medikament behandelt, dessen positive Wirkung das Team um Professor Villiger wissenschaftlich nachweisen konnte. Inzwischen hat sich ihr Gesundheitszustand stabilisiert. An dem Tag, wo ich das erfahren habe, dass ich Takayasu Arteritis habe, da hatte ich Angst. Ganz, ganz fest Angst. Und ich habe dann ein paar Monate gebraucht, ein halbes Jahr, bis ich das wirklich verarbeitet habe und bis mir dann ganz klar war, okay, ich habe eine unheilbare Krankheit und die wird mich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens begleiten. Geholfen hat ihr auch die Matura-Arbeit. Denn sie entschied, sich darin mit Menschen auseinanderzusetzen, die auch mit seltenen Krankheiten leben. Heute studiert Iliana Mebert molekulare Gesundheitswissenschaften. Heutzutage geht es mir sehr gut. Ich lebe wie ein normaler Mensch mit sehr wenig Einschränkungen. Ab und zu bin ich erschöpft oder habe Schmerzen. Aber das bekomme ich gut in den Griff über. Die Studentin möchte dereinst selber in die Forschung gehen. Denn auf dem Gebiet der seltenen Krankheiten besteht noch großer Forschungsbedarf. Frau Mebert, wie alt sind Sie, als das angefangen hat? Ich war 17. Also es ist jetzt schon etwa 6 Jahre? 7 Jahre her, genau. 7 Jahre ist jetzt das her. Sie machen an einer Studie mit, werden therapiert. Wie gut vertragen Sie die Therapie? Ich vertrage es sehr gut. Ich muss sagen, ich habe keine Nebenwirkungen. Das heisst, Sie haben schon andere Sachen erlebt? Genau, ich hatte ein anderes Medikament vor dem jetzt. Und dort hatte ich
Nebenwirkungen gespürt. Mhm. Zum Beispiel, was ist denn passiert? Hautausschläge hatte ich, Schmerzen am Rücken oder in den Gelenken und noch mehr das Gefühl von der Müdigkeit. Also es war eine recht belastende Zeit. Jetzt geht es Ihnen besser. Bei uns ist der Professor Matthias Baumgartner. Herr Baumgartner, wann reden wir eigentlich von einer seltenen Krankheit? Bei uns in Europa reden wir von einer seltenen Krankheit, wenn das seltener vorkommt als 5 auf 10'000. Mhm. Oder 1 auf 2'000. Die meisten seltenen Krankheiten sind aber viel, viel seltener als das. Es ist eher 1 auf 100'000 oder noch seltener. Das heisst, pro Jahr ein Patient in der Schweiz. Und wann muss man denn hellhörig werden? Wann muss man daran denken? Wenn die Symptome, die der Patient hat, nicht in ein gängiges Schema passen von einer häufigen Krankheit. Also verschiedenste Organe, die eigentlich nicht zusammengehören, Symptome haben. Und wenn man das nicht kennt, dann muss man daran denken. Sie haben ja in der Matura-Arbeit untersucht, was für einen Effekt seltene Krankheiten auf die Psyche haben. Was haben Sie herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass die Leute, die ich interviewt habe, gesagt haben, sie schätzen das Leben viel mehr schätzen und dass sie auch die Gesundheit viel mehr geschätzt haben als vorher. Mhm. Man wird anders bewusst quasi. Haben Sie selber es auch so erlebt? Ja, total. Mhm. Es war eine sehr grosse Veränderung für mich, vor allem eigentlich psychisch. Mhm. Jetzt sind das so Krankheiten, die man nicht heilen kann, manchmal sogar sehr, sehr schwierig zu therapieren. Wie gehen Sie denn genau vor? Gut, wenn ich weiss, was die Diagnose ist, was es für eine Krankheit ist, dann suche ich einen Spezialist, der möglichst die Krankheit schon kennt oder zumindest aus diesem Gebiet ist, oder wo einen Kollegen hat, irgendjemand auf der Welt, den er kontaktieren kann und wo auch Zeit hat, weil so eine seltene Krankheit braucht sehr viel Zeit von der Arztzeit, weil es ist nichts nach Schema. Es gibt kein quasi vorgegebenes SOP, wie man das behandeln soll. Mhm. Und zu welchem Arzt sollte man denn gehen? Also wie findet man einen Experten? Das auch jetzt von der Seite des Patienten? Das ist oft die Schwierigkeit. Also man hat da plötzlich eine Diagnose und keiner weiss, was die Krankheit ist. Der Hausarzt hat es noch nie gehört und hat gesagt, ja, vielleicht im Studium, ich habe keine Ahnung, wer sich mit dem beschäftigt. Dann muss man schauen, ob es jemanden gibt. Und wenn man nicht weiter weiss, kann man sich an die Helpline seltene Krankheiten wenden. Das ist so eine Hilfestellung, die wir neu aufgebaut haben am Kinderspital Zürich. Das Gleiche gibt es in der Romandie, das heisst Info Maladie Rare. Und was man auch noch schauen kann, ist im Orphanet. Das ist dann eher für die Ärzte, die können, das ist so eine Webseite, internationale, die eigentlich die Spezialisten weltweit vernetzen und aufzeigen. Es tut sich also sehr viel auf diesem Gebiet. Frau Mebert, Sie sehen so gesund und schön aus. Man denkt gar nicht, dass Sie etwas haben. Ist das eher ein Vorteil oder vielleicht auch ein Nachteil? Ich würde sagen, es ist definitiv beides. Es hat Vor- und Nachteile. Für mich persönlich ist es mehr ein Vorteil, weil ich kann zum Beispiel neue Arbeit, potenzielle Arbeit kennenlernen, ohne dass sie irgendeinen Verdacht haben, dass ich krank sein könnte. Der Nachteil ist aber dafür, dass, wenn es mir schlecht geht, wenn ich einen Schub habe, zum Beispiel, dass die Leute von außen nicht unbedingt wissen und nicht sehen und manchmal auch wenig Verständnis dafür haben. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Stellen Sie sich jetzt das noch mal vor. Sie haben Beschwerden und man findet nichts. Genau das hat Linda Reisinger erlebt. Und sie doktert schon seit 20 Jahren an diesen Symptomen um. Und verschiedenste Ärzte suchen nach Lösungen, aber man findet nichts. Linda Reisinger hat in den letzten 20 Jahren einiges durchgemacht. Ihre Krankengeschichte füllt Bände. Angefangen hat es mit Fieber, alle 3 Wochen, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen. Dann ist es weitergegangen mit Hautveränderungen. Ist alles von selber wieder weg. Dann ganz schlimm Aften im Maul, Leidrandentzündungen. Und seit ein paar Monaten Fingernägel, Zehennägel, die ausfallen. Das ist auch sehr schmerzhaft. Und es ist mir ein Anliegen, zu sagen, du, ich habe diese Krankheit. Und nicht alle, ja, was hast du? Dann sage ich, ja, ich weiß es nicht, ich habe einfach verschiedene Sachen. Und von dem her wär ich froh, das Ding hätte einen Namen. Zahlreiche Spezialisten haben Linda Reisingers Symptome zwar gelindert, aber eine Diagnose konnte niemand stellen.
Seit einem halben Jahr gibt es in Zürich die Anlaufstelle für Patienten ohne Diagnose. Eine Zusammenarbeit des Universitäts- und des Kinderspitals. Wir haben gesehen, dass es einfach viele Patienten gibt, die körperliche Beschwerden haben, Symptome haben über Jahre lang hinweg und darunter sehr stark leiden, also in eine Negativspirale hineinkommen. Das hat einen Einfluss auf das seelische Befinden, auf die Lebensqualität. Und wir erhoffen uns eigentlich davon, dass wir möglichst vielen Patienten eine Diagnose stellen und auch eine Unterstützung bieten in diesem ganzen Leidensdruck. Und Nägel sehe ich, die sind auch so. In den letzten 6 Monaten hat sich das Team mit 12 Krankheitsgeschichten auseinandergesetzt. Nach umfangreichen Abklärungen ließ sich in 4 Fällen eine Diagnose stellen. Die weiteren Fälle sind noch nicht abgeschlossen. Jetzt gerade im konkreten Fall von der Frau Reisinger machen wir jetzt als nächstes eine interdisziplinäre Fallbesprechung. Also sind verschiedene Spezialisten, wo man zusammenkommen und den Fall analysieren, was hat man schon untersucht, was muss man noch untersuchen, welche Befunde hat man schon gestellt. Und dann konkret überlegen, welche nächsten Schritte mit dem würde einleiten, wie zum Beispiel eine Genanalyse. Jetzt im konkreten Fall, das ist das, wo wir wahrscheinlich als nächsten Schritt machen würden. Alternativ- und Schulmedizin, Hellseher und Schamanen. Linda Reisinger hat alles versucht. Nach 10 Jahren habe ich das Gefühl, nein, es gibt mehr Krankheiten auf der Welt, die man glaube ich, nicht kennt, als die, die man kennt. Und ich gehöre halt zu denen. Wenn man es noch herausfinden sollte, und jetzt in diesem Projekt, ist es eine Überraschung, wenn es so ist. Und wenn nicht, dann. Es ist ja keine Krankheit, die man weiss, dass sie zum Tod führt. Und das ist doch schon beruhigend. Man muss sich das einmal vorstellen, 20 Jahre lang krank und man findet keine Diagnose, grossen Leidensdruck. Herr Baumgartner, wie oft kommt denn das überhaupt vor? Leider immer noch allzu oft. Also es ist eigentlich eher die Normalität, dass man bei so seltenen Krankheiten, dass es lang dauert, bis eine Diagnose gestellt wird und dass es viele gibt, die ungelöst bleiben. Mhm. Hat denn Frau Reisinger auch beschwerdenfreie Phasen? Ja, das hat sie im Sinn von, dass sie Zeiten hat, wo sie keine Fieberschübe hat. Mhm. Aber die Hautveränderungen und die Schmerzen, die sie hat, die hat sie dauernd. Und darum hat sie auch, oder unter anderem darum hat sie auch eine IV-Rente. Mhm. Was sind denn die Ursachen für die seltenen Krankheiten? Die sind meistens genetisch. Mhm. Und dann kann man wenig machen, weil das einfach ein Schema ist, das vorhanden ist in den Genen? Richtig, das geht nicht weg. Also, die Leute fragen mich dann oft Eltern von Kindern mit genetischen Krankheiten, dann frage ich mich, geht das weg? Und dann sage ich, nein, das bleibt das Leben lang. Also wir, aber wir können es vielleicht behandeln. Ja, das heisst, man sucht eigentlich dann mehr nach einer Symptomlinderung oder was darf ich denn erwarten in dieser Situation? Das ist tatsächlich meistens so, dass man eine Symptomlinderung sucht, weil für die meisten seltenen Krankheiten gibt es keine kausale oder kurative Therapie, also Heilung. Mhm. Aber für alle seltenen Krankheiten kann man Symptome einzeln oder in globo lindern. Mhm. Müsste man nicht früher interdisziplinär arbeiten, also mit verschiedenen Spezialisten zusammen? Das wäre sehr schön. Das machen wir auch, wenn einmal die Diagnose gestellt ist. Dann tun wir alle Spezialisten zusammen für den Patienten zusammen und schauen, dass das schön orchestriert abläuft, dass der Nierenspezialist und der Bewegungsapparat, also der Orthopäd-Spezialist, dass die alle gemeinsam zu dem Patienten mit uns zusammen schauen. Und einer muss irgendwie das Zepter in der Hand haben und der Case-Manager sein, wie man so sagt. Mhm. Wenn aber die Diagnose noch nicht gestellt ist, dann läuft das nach einem ganz anderen System ab. Denn unser System ist es so, dass man einen Patienten als Spezialist zugewiesen kriegt vom Hausarzt mit einer Fragestellung. Und dann tut man als Spezialist die Fragestellung beantworten. Mhm. Nach seinem Wissen, also meinem eigenen Wissen von meinem Spezialgebiet, schaut man dann, ist es etwas aus diesem Gebiet, das das erklären würde. In der Regel kommt dann ein Höckli, alles abgehockt. Nein, wir haben es nicht gefunden. Und dann geht man zum nächsten Spezialist. Spielen auch Auslöser eine Rolle? Zum Beispiel Frau Reisinger hatte einen Unfall gehabt und nachher sind eigentlich die Symptome oder haben die angefangen? Nein, in aller Regel. Also, Ursache kann das nicht sein für eine genetische Krankheit. Die hat man von Geburt an. Aber was natürlich kann sein, ist, dass eine seltene Krankheit, die quasi schlummert, unter einem Schwellenwert von einem Symptom sieht,
durch irgendein Ereignis, ein Auslöser, dann an Vorschein tritt und von dann an dann eben Symptome zeigt. Das kann sehr wohl sein. Was empfehlen Sie einem Patienten? Ich stelle mir jetzt vor, man findet nie eine Lösung. Keine Diagnose, verzweifelt man ja auch. Man denkt vielleicht auch, was mache ich falsch im Leben? Wie soll der Mensch vorgehen? Zuerst einmal muss er wissen, dass er nicht allein ist mit dem. Dass es ganz viele von denen gibt, also von Patienten gibt, die Schmerzen haben, Symptome haben und niemand weiß, was es ist. Das gibt es häufig. Und dann soll er sich jemanden suchen, einen Hausarzt, einen Spezialist, wer auch immer. Es muss ein Arzt sein, der Zeit hat und sich dranbleibt. Also ihm erstens zulässt und auch dranbleibt, die Ursache zu finden. Mhm. Oder zumindest ihn zu betreuen und zu begleiten. Also nie aufgeben, wirklich immer dranbleiben. Dranbleiben ist ganz wichtig. Dankeschön vielmals, Herr Baumgartner. Bei uns auf der Webseite finden Sie eine Broschüre für Menschen mit seltenen Krankheiten und auch ein Spezialinterview mit dem Professor Baumgartner mit weiteren Informationen. Wenn man einen geschwollenen Arm hat und jung ist, dann denkt man nicht gerade an einen Tumor. Das ist auch sehr, sehr selten, aber es kann passieren. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Endlich stand der Sommer vor der Tür. Doch etwas Besorgniserregendes kam zum Vorschein, als Jessica Di Vincenzo ihre Ärmel hochkrempelte. Irgendwann habe ich gemerkt, also ich habe immer die Armkette an dem Arm angehabt. Und wie Sie sehen, die gehen so runter. Und das war hier auch der Fall. Und ja, irgendwann sind die einfach hier oben haften geblieben. Und dann habe ich gedacht, was ist denn da los? Habe ich so zugenommen, ist mir der erste Gedanke gekommen. Der Gedanke verging, wie er gekommen war. Bei ihrer Arbeit am Computer bemerkte die kaufmännische Angestellte jedoch, dass Mittel- und Zeigefinger schmerzten und der linke Arm sich schwer anfühlte. Hing das alles zusammen? Und dann habe ich wirklich einmal meine Arme angeschaut und dann habe ich gesehen, dass da so eine Schwellung war. Und dass ein Unterschied war vom einen Arm zum anderen. Und dann dachte ich, Jesus Gott, was ist denn da passiert? Zahlreiche Untersuchungen waren notwendig, bis die Diagnose endlich klar war. Wir haben anhand des MRI gesehen, dass es sich bei der Frau Di Vincenzo um einen sehr grossen, fetthaltigen Tumor handelt. Tumore sind Wucherungen, die gut oder bösartig sein können. Speziell beim fetthaltigen Tumor gibt es neben gut und bösartig aber auch noch etwas dazwischen. Und dazwischen befindet sich das atypische Lipom. Wenn man das nicht behandelt, hat das Potenzial, im Verlauf der Jahre irgendwann mal ein bösartiges Liposarkom zu werden. Darum empfahl Sarkom-Spezialist Daniel Müller, den Tumor zu entfernen. Also wir haben hier Fotos von der Operation von der Frau Di Vincenzo. Wir sehen als erstes, wie der Hautschnitt geplant wurde. Die kurzen Längsstreifen über den geplanten langen Schnitt vom Handgelenk bis zum Ellenbogen helfen dem Chirurgen, die Haut nach Entfernen des Tumors wieder richtig zusammenzunähen. Hier auf diesem Bild sehen wir jetzt einerseits das Gelbe, das entspricht dem fetthaltigen Tumor. Das Rote ist die Muskulatur rundherum. Und da sieht man, wie der Nerv, der da genau durch den Tumor gelaufen ist, mit diesen blauen Bändeln rundherum auf die Seite gehalten wird und befreit wird vom Tumor. Der 20 cm lange Tumor konnte entfernt werden. Nun ist es Zeit für eine Nachkontrolle. Also die Schwierigkeiten waren vor allem in dieser Situation, dass halt sehr viele wichtige Strukturen dort im Bereich des Unterarms durchlaufen. Also das heisst, wir haben einerseits den Nerv und andererseits so Arterien, die Richtung Hand gehen und die Hand versorgen. Und das, wenn man so einen Tumor rausschnitt, muss man die, wie es geht vom Tumor her, natürlich möglichst schonen. Beim kleinsten Operationsfehler hätte Jessica Di Vincenzo Beweglichkeit und Gefühl in der Hand verlieren können. Doch die Operation verlief gut. Hier, ihr mögt euch noch erinnern, auf der rechten Seite haben wir das MRI-Bild vom August, dann vor der Operation, und auf der linken Seite haben wir das aktuelle MRI-Bild nach der Operation. Und wir sehen hier, hat man dann zumal den Weichteiltumor gesehen, der innerhalb der Muskulatur gelegen ist.
Und jetzt in der aktuellen Untersuchung sieht er, dass der komplett entfernt worden ist und dass man nichts mehr vom Tumor sieht. Also das heisst, er ist auch nicht wieder zurückgekommen. Was bleibt, ist eine feine Narbe. Und ein neuer Sommer, den Jessica Di Vincenzo in vollen Zügen genießen wird. Dass man sich vor der Sonne schützen sollte, das ist bekannt. Nur machen die es nicht alle. Das heisst, es kommt immer wieder einmal zu einem Sonnenbrand. Und was machen sie denn? Der nächste Beitrag hat Antworten. Wir sind hier in der Top-Pharma-Apotheke Micheli Center in Rinach. Und bei diesem wunderschönen Wetter reizt es einem, wieder rauszugehen. Es ist aber auch wichtig, daran zu denken, dass die Sonne auch ihre Gefahren birgt. Sonnenbrand ist darum so gefährlich, weil das langfristig zu Hautkrebs führen kann. Es ist darum sehr wichtig, dass man das vermeiden tut. Wenn es trotzdem dazu kommt, ist die richtige Behandlung wichtig. Als erstes tritt immer eine Rötung auf. Dann sollte man sofort in den Schatten gehen und davon kielen. Das kann man machen mit nassen Tüchern, mit kalt duschen oder kalt baden. Man sollte nicht einfach Eis auflegen, weil beim Eis kann es zu einer Unterkühlung kommen. Das Kühlen allein reicht nicht. Man muss den Haut auch richtig pflegen mit Feuchtigkeitscreme, Lotionen oder Schaumspray. Mein Tipp ist, den Schaumspray zu verwenden. Den kann man einfach aufsprayen auf die Haut und dann lässt man ihn. Der hat so viel Feuchtigkeit, durch das Verdunsten dreht er die ganze Wärme ab. Wenn es Blutungen gibt, die auf jeden Fall nicht aufstechen. Weil die Flüssigkeit in der Blutung, die ist noch steril. Wenn es dann aber aufgeht, ist die Gefahr von einer Infektion da und die muss man sehr gut mit einer Brandwunde-Heilcreme pflegen. Sonnenbrand müssen wir wirklich ernst nehmen. Es ist darum ganz wichtig, dass man sich eigentlich schon daheim sich gut dort eincremen und schützen, sodass, wenn man dann rausgeht, der Schutz bereits schon vorhanden ist. Neu sind wir auch auf Facebook mit medizinischen Informationen und ab und zu etwas Privates über mich. Und jetzt kommt die Sommerpause und dann bereiten wir neue Sendungen für Sie vor. In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen eine erholsame Zeit. Adi miteinander. Es gibt depressive Patienten, die auf keine Therapie reagieren. Nun hat man herausgefunden, an was es liegt und was dann hilft. Mehr dazu nächste Woche. Basler Zeitung zeigte Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Vista Klinik, Ihre Augen in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin.